So, Güter. War jetzt gerade irgendwas, ist das eine Mission, die jetzt gerade gestartet wurde von euch? Nein! Okay. Das ist einfach nur Event hier, weil jemand was transportiert. Das ist jetzt praktisch die Gegenseite, wenn wir jetzt transportieren. Ach so, ja, gut, brauchen wir nicht. Um jetzt nicht irgendwie große Action zu machen. Sind wir eigentlich schon eingeladen worden auf die Kosatkanne, ne? Nee. Bist ja, nee, du jetzt hin, Kev? Ach da. Ernsthaft jetzt? Ich hab ich Kopf oder was? Bin ich doch am Arsch. Ich will mein Auto doch nur holen. Ah. Lester, Lester, ich brauch keinen RPG. Hey, Prinzessin Peach. warte mal, hier, warte, da, okay, da, da, hier, bitte. Da hast du. Da. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ich hab dich nicht gesehen. Komm hier. Ey! Warte mal, kommt man hier nicht irgendwie. Doch, hier, genau, hier habe ich mein Haus. Hier hast du, hier musst du nämlich die Hütte kaufen für den letzten Überfall. Glaube ich, hier auf der Ecke ist das, hier unten die Garage. Weil da kannst du nämlich den letzten Überfall abkürzen. Oh Gott, das geht schief. Aber ich glaube drauf, okay. So, jetzt kriegt ihr eure Überraschung. Bitte was? Ich habe ein Outfit für euch ausgesucht. Na, ernsthaft? Ach, der ist doch zu nah dran wahrscheinlich. Contender heißt der, glaube ich, der Wagen. Der neue. Das kann mich verarschen, ich dachte, jetzt hier in Hand. So, dann schicke ich die Einladung aus. Ich glaube, dass es der ist. Was? So, sag. Hört sich so ein Astro. Ach nee, ernsthaft, das ist die Karre. Auf die Kosatka. Die Kosaken auf die Kosatka. Einladung geschickt. Ja. Ich weiß nicht, Mama hat gesagt, ich darf nicht auf fremdes U-Boot. Ja. Mama hat gesagt, ich darf mit diesem langen Ding nicht spielen. Oh Gott. Weißt du, das lange Rot? Weißt du, das lange Fleischfarbene, ne? Kapitel. Ja. Oh Gott. Aha. Guck mal, Kev, Yvonne zeigt uns endlich ihre wahre Form. Ja. Du wusstest es doch schon immer. Weißt du, was ich nur dazu sage? Yvonne, wenn du ganz gemein wärst. Sag doch, der soll ja nur lustig werden. Ach, Baby, ich hab damit kein Problem. Es gibt ja so Fetisch für Tierkostüme, ne? Ja, also, ja. Ist alles okay? Ja, alles gut. Es ist 2020, okay. wir sind sehr offen und sehr respektvoll mit solchen Sachen. Ja, alles gut. Du kannst dich gut ausleben. Hat geklappt, okay. Yvonne, ja? Wenn du ganz lieb wärst, würdest du in der Organisation den Kleidungsstil ändern. So, begib dich zum Mackenzie Flugfeld. Ah, die Wählung. Ich bleib aber hier drin, bevor wir hier wieder irgendwelchen Scheiß haben mit irgendwo hinfahren oder so, da warte ich lieber. Warte, ich komm mit. Mir ist das. Ich will ein bisschen was gezeigt bekommen in den Folgen jetzt. Ist das ein Ernst? Mir schreibt irgendein Kuss über. Ihr kommt mir auf den Namen! Seid ihr ausgestiegen oder seid ihr noch im U-Boot? Ich bin im U-Boot. No. Ich bin drauf, wir sind drauf, oben noch. Und Baby? Ich bin gerade am Steuerrad. Okay, na also, dann. Wenn ihr alle drin seid, dann bringe ich mich ein bisschen näher ran. Komm lieber rein, Kev. Nicht, dass du wieder zurückgelassen wirst. Nee, ich bin bei Thomas hinten auf dem Jetski. Ach so, okay. Ich fahr das Ding mit, wie gesagt, ich möchte nach den letzten Folgen nicht gerne. Dann fahr ich mit Baby hier mit dem U-Boot.
Ja, viel Spaß. Nee, ich. Bis heute in den letzten Folgen voll, mal wieder nichts geschaut. Wow, wir sind 12 Leute, weißt du? Auf der Map. Aber er schreibt dich jetzt nicht. Irgendwas wäre gleich da. Ich hab keine Ahnung, wenn wir jetzt sehen. Ich meine von der Farbe her. Pink. Natürlich pink. Na, ist gut. Pink ist das nicht direkt Lackfarbe. Hier steht Markus an Goldcard. Ja. Steig ein. Hier steht noch ein U-Boot. Ja. Über mein Auto. Oh Gott. Lachsrosa. Was denn? Jetzt ist klein, Lachsrosa und kann fliegen. Genau. Haben wir ein bisschen unsere Ruhe. Ja, er tanzt hier erstmal rum, der Markus, okay? Hä? Den kann über. Den kann übrigens auch über. Ich komme nicht weg. Wir sind gleich beim Flugfeld. Ich bin hier drin verpackt. Ich schwimme gerade rüber. Zum Flugfeld. Nee, zum. Ich geh doch mal ins U-Boot, ey. Ich konnte mich gerade bewegen. Zum Leuchtturm, wo die Olle von Trevor wohnt. Oh, bitte nicht. Wisst ihr, welche ich meine? Ja, die, ja. Die irgendwie da ihren Mann umgebracht hat oder was auch immer da. Kann sein, da wo die Figuren absetzt am Ende, ne? Bringst bei dem bei der Arbeit. Ich glaube bei der vierten, bei diesen Drogenfiguren. Richtig, genau, ja, ja. Ja. Ich weiß, was ich meine. Ja gut, es gibt nur den einen Leuchtturm eigentlich hier in der Stadt. Meines Wissens. Ich finde es aber schön, dass der auch wirklich funktioniert und auch so aus der Ferne als Leuchtturm erkennbar ist. Also das. Was ist denn jetzt fährst, los? Oh, Alter! Fliegst du mal ein bisschen nicht unbedingt direkt durch die Dinger durch? Und jetzt schön übers Gefängnis, damit wir 4 Sterne haben. Panik. Hä? Du bist genau durch die Windräder durchgeflogen, durch die Drehdinger durchgeflogen. Ich stecke fest, Leute. Das wollen wir gar nicht wissen. Komisch, wenn das die Frau sagt. Das ist irgendwie. Ja. Normalerweise sagt das der Mann immer. Ich weiß erst, aber ich kann mich nicht bewegen. Ich bin wieder bei meiner Stelle. Das wäre wiederum die Reaktion der Frau auf die Aussage des Mannes. Ich kann mich nicht bewegen. Uiuiui. Da wird schon gefragt. Okay, dann bringt mir nur eins. Ja, drin. Aber nicht auf uns. Hier sind keine Leute in der Nähe, oder? Nö, nö. Mach dir mal die Mission zu Ende, ich muss mich danach umbringen. Aber an dem. Doch, am Flugfeld sind 2-3 Leute. Pass auf da, bitte. Also sitzt du noch an dem Steuerdings? Nee, ich wurde hoch und dann seitdem bin ich festgepackt. Ich zappel hier zwar rum, aber kann mich nicht von Fleck bewegen. Okay, Thomas, da bitte. Ja, da sind 3 Leute, die sind untereinander mit den. Sind sich untereinander am Bekriegen gerade. Na, hör doch auf, da jetzt irgendwie noch rumzuballern. Das macht jetzt ohne, weil ich glaube, wenn ihr nichts gemacht hättet, jetzt hast du nämlich die Scheiße. Ah, ne, du hast da. Okay. Ne, alles gut, das sind Schmuggler. Ich habe nichts gesagt. Ich dachte, du schießt auf die Leute. Ne. Stehl die Velum. Die steht da drin. Na, schon klar. Der Typ will mir jetzt hier auch noch drohen, ey. Ernsthaft? Willst du fliegen? Willst du fliegen? Nee. Ich bleib im Auto. Ich bleib im Auto, okay. Dann versuche ich. Ich vermute, dass es nicht. Ich versuche, dass es funktioniert, aber ich kann es nicht versprechen. It's your moment. Help, kann mich nur auf ein Fleck bewegen. Ja, das ist schön, dass du jetzt mit dem Cargo-Bob da das Flugfeld nicht frei machst. Dem Vogel. Ja, ich warte nur, dass die Flugbahn frei wird. Aber solange die da am
Solange die sich da am Bekriegen sind, kann ich nicht raus. Ich stehe hinter dir quasi mit dem Flieger. Ja, momentan ja. Ich habe zwar noch einen Jet hier neben mir, aber ich hoffe, dass... Ihr seid schon wieder weg, ja? Ja, wir sind schon... Wenn euch diese einen Don't Cry angreift, sagt's mir, dann melde ich den, ne? Ja, ich hoffe, dass der jetzt ein bisschen... Weil er schreibt gerade erstens, was passiert, wenn ich euch angreife. Ja, der soll aufhören mit der Scheiße. Der Rest, ich habe sogar höflich gesagt, wir nehmen auf, dass er das lachen, ob er das lachen könnte. Wenn er das dann nicht macht, dann melde ich den, ey. Und dann können wir zu viert ihn rausschmeißen, ey. Ja. Aber du bist sauber weg, ne? Ich bin sauber weggekommen, ich muss nur überlegen, ich hab... Oh, oh, ich werde anvisiert. Dankeschön, du Vollspaten. Lucifer's Babe, dankeschön, dass du mir die Mission zerstörst. Och, Leute, lernt doch Matzen. Ich bin abgeschossen worden von jemandem. Ja, ich darf jetzt nochmal zurück zum Flugfeld. Hm. Okay, er lässt uns wenigstens in Ruhe. Ja, das war jetzt Lucifer's Babe. Ich schreibe mal sogar Danke. Jetzt knall ich alles ab, was über die Maschine ist. Ja, ich weiß nicht, wie das kam. Es waren auf jeden Fall irgendwelche Lenkraketen. Ich weiß nicht, ob es ein Heli war, ob es ein Jet war. Nee, es war ein Snoopbike. Thomas, nimm mich mal bitte von dem anderen Flugplatz ab. Ich muss mal zurück zum Velum. Anscheinend hilft er uns sogar gerade, er bringt Leute um. Ja, der schreibt bitte mal, der soll mal Lucifer's Babe ein bisschen beschäftigen. Ich soll dich abholen? Ja, bitte, weil ich bin hier gerade. Ach, das ist eine Kuh. Der soll ja mal seine Dings mal ein bisschen Ruhe halten. Die gehören irgendwie zusammen, der und die mich gerade abgeschossen hat. Ja, ich stehe auf dem anderen Flugplatz. Okay. Die war das, Markus. Mhm. Die hat mich eben auch schon ein bisschen gejagt. Das sind wieder irgendwelche Vollspaten, die meinen sich... Aber wir haben uns gemeinsam geholt. Ja. Ja, ich muss jetzt, wie gesagt, zurück zum mit dem Auto mal organisieren, wenn du mich nicht holst. Wie denn? Die hat mich auch abgeschossen, aber 1-1. Ja, das ist mir gerade relativ unwichtig, weil ich muss irgendwie nur das Ding abliefern. Ich hoffe, dass ich noch eine hab da. Ah, ich hasse das. Also, ich hab eine vernünftige Mission machen. Ja. Du... Der eine gehört auf jeden Fall zu ihm. Ja, ja. So, Mechaniker anrufen. Was auch für den Flugzeug. Ich finde halt sowieso, dass mit diesen Bikes ist Pussy. Das ist ja, ich finde einfach unnötig, weil, wie gesagt, du siehst, dass man eine Mission ist und alles mit und fängt dann an, die Dinger zu, fängt man an, die Leute zu jagen. Die ist jetzt auf mich sauer, da ich sie mit dem Bike zusammengeholt habe. Jetzt muss ich da oben hoch. Habe ich da noch eine Ausrüstung? Da ist noch eine. Dein also Kollege hat angefangen, kommt gerade. Ich habe gar nichts gemacht. Nein, die meinen bestimmt Thomas, weil der ja auch abgeschossen hat. Nee, weil der die Schmuggler auf die Schmuggler gejagt hat. Ich vermute, schreib dir mal bitte, dass das... Ach, du hast schon das Ding. Schreiben wir ein Außersehen? Schreib einfach, ja, waren Außersehen, da standen Leute von der Mission rum. Die hat aber zuerst die Maschine, den Test abgeschossen. Aber. Ja.
Wir sollen uns nur den Vogel wegbringen lassen. Ja, danach wechseln wir den Server. Irgendwer wird wieder abgeholt. Dann schreibt ihr, okay. Wie heißt die Alte denn? Irgendwas mit Loser Babe. Lucy, ja, Lucifer, Lucifer's Babe. Das ist, die ja, ist in der gleichen Links drin wie der. Das sind, die gehören zusammen. Die fängt trotzdem an. Ja, damit war's ja, damit war's das mit der Mission. Weil wir, glaube ich, haben wir noch, ne, wir haben noch ein, haben wir noch ein Dings? Haben wir noch einen Flieger unterwegs? Ich flieg doch gerade. Achso, okay. Nee, ich dachte, Thomas wird das Ding jetzt fliegen. Nee, okay, ich sehe dich. Ich bin rechts links unter dir. Ich bin am Gefängnis gerade vorbei. Kann ich mal schreiben, schönen Dank. Sie fängt gerade den Streit an. Na, ja, deswegen spiele ich halt ungern auf den Servern. Ja, Hauptsache, das der Flieger kommt jetzt irgendwie erstmal an. Danach können wir ja einen Serverwechsel machen. Weil scheinbar kannst du mit manchen Leuten, wenn die in der Lobby sind, nicht auf vernünftig Munition spielen. Es gibt nämlich immer noch irgendwelche Vollspaten, die meinen, man könnte ja anderen Leuten einfach das Spiel Spaß kaputt machen. Ja, auf jeden Fall, dass die jetzt eigentlich gut ist, ne? Hat sie wirklich geschrieben. Ne, die fängt direkt wieder an. Dann hat die wahrscheinlich auch die Nachricht noch nicht gelesen. Thomas. Ich wollte sagen, Markus ist mit dem Flieger unterwegs. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Dass der ankommt. Und danach kann man immer noch reagieren. Danach kann man uns. Die fing nämlich schon an dem Flugplatz. Standen sie schon. Warte mal gerade kurz, ich muss mal mein Auto ein bisschen tunen. Hab ich denn hier mal. Hier ist ein Paint Spray. Ist der Paint Spray. Weißt du? Hä? Das Problem war nur das Problem ist ja auch von GTA. Die hat zwei Missionen auf einmal, haben die ja in einem durchgeführt. Was haben die? Zwei Missionen in einem? Ja, die sind da ja auch was am machen. Was sind die denn da machen? Sind die da welche? Wie gesagt, wir wollen nicht an ihre Waren oder sonst irgendwas, wir wollen nur unsere Mission machen. Mehr ist das nicht. Einfach die wirklich. Ah, die haben drei Kakobabs da irgendwo stehen oder so. Ja, die müssen irgendwie ein Auto transportieren oder so. Ja, dann lass die, wie gesagt, dann einfach die Finger auch schon miteinander an. Scheiße, mein Dings ist zu. Jawohl, sehr schön. Hilfe. Das ist erstmal das Wichtigste. Ich muss mich befreien. Ich muss mich befreien. Ich kann mich immer noch nicht befreien. Oh Mann. So. Wer sucht eine neue Lobby? Befreit mich von diesem Elend. Ich suche eine neue Lobby auf jeden Fall. Dann mach mal und sag Bescheid, wenn es soweit ist. Ich bin mal rüber. Ich pack gerade nämlich immer noch an der einen Ecke noch fest. Ja toll, du suchst eine neue Lobby. Ich habe mir gerade einen TU-Hubschrauber geholt und falle raus. Zum Glück habe ich Fallschirm. Ich kann ja nicht sehen, ob du fliegst oder nicht. Jetzt habe ich Fallschirm. Alter, dieses Gebrumme. Für manche ist es leider, manche ist es extrem, ne? Rum, rum, rum. Go-Kart-Time. Ich komme immer ganz kurz auf Toilette und AFK. Mhm.
gucken, ob ich gelandet. Ich habe aber den Fernseher, wenn ich den Stecker ziehe. Okay, gehört zu mir, John. Ich habe wieder alleine im Lobby. Okay. Schrie ich mich schon mal als CEO. Geht doch nicht, weil keine anderen Mitspieler da sind. Okay. Da rufe ich mir jetzt Snacks. Also Küche. Das ist, glaube ich, eine Frauencrew, ne? Ich habe auch Süßigkeiten angeklatscht. So, bin wieder da. Habt ihr eine neue Lobby schon? Ja, ich hab eine Einzellobby. Okay. Ich renne hier gerade wie ein Idiot rum im Input. Komm sofort, ich muss mein Auto noch kurz im Ortsende bauen. Ich muss mir die Einladung schicken. In der Lobby schickst du mir noch eine Einladung. Könnte ich? Wenn du so lieb wärst. Ich kann ja keine Einladung schicken, das backt bei mir eine Beschwerde rum. Oh ja, was? So. IGL Tom. Ist das einer von eurer Liga? Das ist die falsche. Ganz, ja, es kann sein. Aber geh weiter. Ich bin auch weiter in die nächste Freundeslobby gegangen. Ja, ja, ich schon. Ich muss noch kurz noch was machen, wie gesagt. Jetzt bin ich bei Baby drin. Mhm. So. Ja, ich bin bei Baby.